Sind wir da? Da würde ich jetzt nicht parken. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Hoffnung? Ängstlich? Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Meine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ja, kann gut Auto fahren. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Wir machen erst Hoffnung, dann machen wir uns Angst. Und dann denken wir an Sean. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Mein herzliches Beileid. Ja, Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. 5 Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Akzeptieren. Ich muss es tun für Sean. Ich habe wir keine gehen Wahl. Einfach mal auf den Killer ein. Wer weiß, vielleicht ist das unser Ende. Aber wir haben den Skill. Nicht. Bro, bitte. Ich hoffe mal, das Autofahren ist nicht so mega scheiße in dem Spiel. Du musst wahrscheinlich immer wieder es sind Quicktimes, ja. Okay. Los! Boah! Alter. Boah! Wow. So? Boah! Nach rechts, nach rechts! Ich bin Asiate. Ich bin Asiate. Okay. Ich bin Asiate. Ich habe asiatische Reflexe, ja. Man muss sich da reinversetzen. Alter! Boah! Andere Richtung! Okay, wir kamen okay. Etwas ins Schleudern, aber sonst ist alles okay. Nein! Wir werden sterben, wir werden sowas von drauf geben. Ist doch egal, ob der Typ überfahren wird. Nee, ist es nicht. Wir sind gute Menschen. Ja, den hätten wir überfahren können oder was? Nein! Diese Spannung, Scheiße. Es geht um Leben und Tod, weißt du? Ja. Ich bin da mit 30 drauf geschissen, wir fahren da durch. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Na gut, dass er rückwärts fahren kann. Und jetzt kommen auch noch die Bullen. Nee, ja, danke. Immerhin ist der Weg frei. Also wie schnell die sind. Jetzt musst du die Bullen abjagen. Oh Scheiße! Bam! Oh fuck! Das ist ein schwarzer Kopf, tut mir leid. Aber das ist mir aufgefallen. So ein Scheiß fällt dir auf, richtig? Ja. Einen sind wir losgeworden. Oh, ich muss ja drehen. Und den anderen sind wir auch losgeworden. Dem geht's bestimmt gut. Bin ich mir sehr sicher. Oh. Du bist mutig. Noch ein schwarzer Kopf. Was ist denn das? Andere Richtung. Eik. Oh. Nein. Aber uns geht's gut. Aber uns geht's gut. Ziel und das Auto fängt an zu schauen. Bitte drücken Sie das Display. Nee. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ich glaube, ein paar Fehler verzeiht uns das Spiel. Ja klar, ein, zwei Fehler sind nicht schlimm. Was ist L1? Habe ich. Bitte muss ich gedrückt? Ja. Das wird Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja. Der Schlüssel ist im GPS. Ja. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der da Schlüssel oben. Ist im GPS. Ja. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ja. Wir werden hier sowas von sterben, sage ich dir. Bei der ersten Prüfung. L1 gedrückt halten. R1. R3. 2. Oh Gott. Nach oben. Kommt sofort. Wird zwar ein bisschen geräuchert hier drin, aber egal. Hey, wir haben das nächste Video. Ja. Hoffentlich ist das nicht wieder von unserem Sohn. Das ist nämlich ein altes. Oh, der Rücksitz brennt. Ja. Was soll? X gedrückt halten. Drücken. Ja, gedrückt halten. Ja, gedrückt halten. Viereck. Schütteln! Ah.
Ja, und ist noch raus. Komm schon. Schon. Ist egal, welche lang. Seite. Nach unten. Genau. Andere Seite. Das geht nicht. Ja. 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 Jetzt beweg dich raus, Kollege. Das Auto ist noch nicht ganz explodiert. Ja. Weißt du was? Weißt du, was ich sagen muss? Dafür, dass wir auf der falschen Straßenseite gefahren sind. Ist es doch ganz gut gelaufen. Ja. Ich bekomme echt die Premium-Aufgaben. Ich merke das schon. Ich hatte das Baby, okay? Sei ruhig. Ja, na gut. Das Baby war echt schlimmer. Da gebe ich dir recht. So, was haben wir denn heute so Schönes? Echt wieder noch mal. Im Prinzip kann man da doch, wenn man schwimmen kann, nicht ertrinken. Naja, irgendwann ist das Ganze so hoch, dass du einfach nicht mehr, naja... Das Kind wird auch wohl seinen Kopf durch die Gitter stecken können. Ich glaube nicht. Wir haben den ersten Buchstaben. Ey, ist das hier mit dem Geigenmännchen oder was? Ein bisschen. Ja. Wir hatten ja noch ordentlich Zeit, oder? Ja. Wir konnten das Video in der Zeit gucken. Ja. Wow. Bist du traurig? Tut mir leid. Ja. Wir sind ein wenig gemein. Ja, ja, ein bisschen schon. Na gut. Er hat ja auch seinen Sohn verloren. Ja. Und er ist ein guter Bankräuber. Das wollte ich mal sagen. Ja. Er wäre ein echt guter Bankräuber. Na, no, jetzt haben wir wieder Fräulein Rape. Schon. Wir können ja mal duschen gehen. Ja. Guter Fahrer. Ding, der Kaffee ist fertig. Jo. Mittwoch, 15.15 Uhr, 50,95 mm. Weniger als vorher, oder? Nee, vorher waren es 49 oder so. Echt? Mehr als vorher? Oh nee, nicht ein Motorrad. Nein. Die hat aber eine ganz schön krasse Maschine, oder? Ja. Die wohnt immerhin in einem antik-modernen Riesen-Apartment. Gut, da hast du recht. Voller Mensch. Stimmt, eine Eigentumswohnung. Das waren übrigens was? Die anderen Mitbewohner. Das ist eine WG. Die Rape-WG. Ja. Ey, das könnte eine super neue RTL. Ey, vielleicht ist sie echt irgendwie Fotografin oder Reporterin, kann natürlich auch sein. Ja. Aber ich muss ja Gas geben. So eine Art Journalistin vielleicht. Ja. Vom Autofahren habe ich das eben gerade ein bisschen verlernt mit dem ja, Gas geben. Ja, das glaube ich dir gerne. Die Stimmung hier ist bedrückt. Ich würde jetzt mal knallhart hinter die These. Sie hat aber auch so eine Kunstjacke, sag ich mal, so eine Kunstkackjacke. Also ist das nicht so eine lila Jacke zum Motorradfahren? Ja, aber das Muster. Ja, gut. Die ist ein bisschen so, weißt du? Und das ist Mr. Rapeface. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie Warum habe ich recht? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Tu's nicht. Kein Wunder, dass du in solche Situationen gerätst. Das wundert hier doch keinen mehr. Ich trau mich nicht mehr. Mr. Rapeface, ey. Vielleicht nur, dass er mit seiner Zunge rumspielt. Er hat den Mund schon weit genug auf. Ja. Madison Page, 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Page. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Das sieht aus wie ein Gefängnis, tut mir leid, aber. Ja, das ist halt so ein. Das ist halt dieser amerikanischen Motelzimmer. Ja, ist das nicht sogar das? Lady. Das glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dasselbe Motel ist wie dem, wo Sean ist. Ne, nicht Sean, sondern Ethan. Kann sein. Sieht so ähnlich aus, hier hat auch oben? Die grünen Türen. Stimmt. Und ja. Vielleicht sind wir sogar das. Ach ne, das Auto können wir ja gar nicht sehen. 201 war es, ne? Ja, wir müssen bestimmt auf die andere Seite, aber wir können ja hier einmal rum. Ja. Da gibt es noch eine Etage. Mhm, einmal nach oben muss ich auch noch. Da müssen wir ja sicherlich nochmal hoch, oder? Für 200. Auf der anderen Seite wird es bestimmt eine Treppe geben. Ja, da ist er. Kann ich ihn runterschubsen? So. Kasse, die krasse Construction. Ja, so das Ding. Da geht's ja nochmal hoch. 200? Haben wir 200? 210, glaube ich, oder? 9, glaube ich. 211? Das ist 200. Ist das nicht? Das ist 200. Das
ist 209. Hm. Naja, so viel zu, es ist 209. 209, 211. Es fehlt die 210. Hm. Ah, die ist bestimmt auf der anderen Seite. Jo. Auf der anderen Seite sind bestimmt die geraden Zahlen dann. Das kann sein, ja. Obwohl, das gibt keinen Sinn. Weil dann werden ja mehr Zahlen auf der Seite noch. Aber er hat auch oberste Etage eigentlich gesagt. 207. Na, dann machen wir uns zur obersten Etage auf. Ich wette, das ist da ganz hinten, das Apartment. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Sind da überhaupt noch welche? Na, passt aber. Ist das, da hinten ist er doch unser Kollege gewesen. Was, den Ethan? Vielleicht habe ich das mal falsch gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Da zeigen sie uns sogar schon, welches Apartment wir haben. Ja, das ist wirklich das letzte, oder? Das ist Eve. Das ist Eve. Siehst du? Hallo? Sind Sie okay? Tja, Eve, du brauchst eine neue Frau. Ich muss den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Okay, wir schaffen es, dass die beiden zusammenkommen, okay? Ja. In mein Zimmer. Hier, Brofist. Davon noch drauf und Brofist. 207. 207 haben wir schon gesehen, die ist da ganz am Anfang. Passen doch gut zusammen, der Architekt und die Kunsttante. Hm. Oh ja. Die haben uns was vorgenommen. Die Not macht erfinderisch. So, mal gucken, dass wir diesen Gorilla hier lang. 207, das war doch irgendwo hier. Zimmer. Ein weiter noch. Haben Sie den Schlüssel? Ja, ich habe ein bisschen Mehl bekommen. Ja. Ja, er kann ja mal seine Geschichte erzählen. Hm. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Oh ja. Na gut, solange wie sie Ihr nicht Kopf weiter aus. Blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Ja, wir sind halt nicht ganz so optimal gefahren. Sage ich mal. Wir? Wir. Du warst okay. Definitiv mitbeteiligt. Ich war dein Navigationssystem. Oh ja. Okay. Warst du nicht auch das Navigationssystem, das mit diesen scheiß Killer-Geschichten angefangen hat? Ja. In 2 Metern links. Oh mein ins Gott. Bad biegen. Ja. Es ist nicht so leicht, weißt du? Hm. Wo haben wir hier denn den harten Stoff? Nur welchen darf ich denn nehmen? Mach mal links. Gucken, was wir da haben. Necofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Nächstes Mal erstmal zurück. Aber für den Kopf? Wir gucken mal, was es noch gibt. Na gut. Ich dachte schon, ich hätte den Hauptgewinn. Peraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Das wäre ja zum Beispiel nicht unser Ding. Wir können ihn sogar töten, cool. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Wie gesagt. So, weil du es bist, auch noch das letzte. Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Also die Schmerzmittel und das Desinfektionsmittel. Eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Wir haben das schon richtig gehabt. Aber ist ja okay. Ja. Das andere war doch ein Antibiotikum. Hier. Nehmen Sie. Für das Wunden. Sollte Ihnen helfen. Es muss desinfiziert werden. Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Hier, spürst du mit Whisky runter, Max. Dann will er sterben. Was ist denn das ganz oben? Ist das ganz oben vielleicht Desinfektionsmittel? Sie hat doch gesagt, dass sie anders. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, aber sie sagt nicht, was es ist. Soll ich es nehmen? Einfach ja, nehmen? Gib's ihm erstmal. Das kann sein, ja. Kann sein, dass es Desinfektionsmittel ist. Weil es sieht auch wie eine Flüssigkeit aus. Ja. Ich desinfiziere ihre Wunde. Jetzt desinfiziert, das mit, desinfiziert sie jetzt mit dem Fieber mit. Ganz vorsichtig. Ja, ich weiß, es sind die kleinen. Du weißt, was bei dem Baby passiert ist. Ja. Es sind doch nur Schmerzen, die ihm zugefügt werden. Schon vergessen, dass unser Hauptcharakter? Na und?
Die sind alle unsere Hauptcharaktere. Das ist richtig.